Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin versteckt. Niemand weiß, dass ich hier bin. Jetzt bin ich draußen. Jetzt kann mich aber trotzdem keiner sehen, weil ich bin ein Ninja. So, ich rufe mal kurz mein Pferd, muss noch mal kurz die Karte öffnen. Und wir wollen... Was wollen wir tun? Wir wollen natürlich hier hin. Aber bevor ich da hingehe, werden wir mal hier einen ganz, ganz kleinen Zwischenstopp einlegen. Ich möchte nämlich mal gucken, was der so sonst zu verkaufen hat. Ob er irgendeine coole Waffe hat oder... Keine Ahnung. Ja. Da verkauft er auch diese Splitter oder ob ich vielleicht die Mission mache, um irgendwas Tolles zu bekommen. Wäre vielleicht gar nicht mal, ich sag mal, so verkehrt, weil ich brauche irgendeine bessere Waffe, irgendein besseres Schwert oder was weiß ich, um gegen diese Felakita einfach viel mehr Damage machen zu können. Was ist hier los? Ägypten. Verrücktes Land. Habe ich ihn getötet? Ach, der macht auch Stress oder was? Ist ja ein Arsch. Das ist ja eine Frechheit, finde ich. Da muss ich mich natürlich direkt einmischen. Ich könnte ja auch einen Tod natürlich, aber das lassen wir mal auch. Nein, hier haben wir die kleine Ministadt. Hier gibt es doch bestimmt Händler und sowas, ne? Ich kann auch unnütze Gegenstände dem verkaufen, interagieren. Wir verkaufen erstmal unseren Schund. Den möchte er gar nicht haben. Schade. Ich kann aber kaufen. Was verkauft er denn? Wanderer, Freund. Als ein Vorbesitzer krank und kraftlos aus dem Staub fiel, blieb dieser Hengst 2 Tage neben ihm stehen, bis ein vorbeifahrender Bauer anhielt, um zu helfen. Ah ja. Cool. Aber hier gibt es schon auch noch andere Hände. Wir gucken erstmal bei ihm. Wir gucken erstmal hier in die Kiste und verkaufen unseren Schund. Und ganz ehrlich, ich habe dir ja immer klein gemacht, aber ich werde jetzt auch diesen Kack hier verkaufen. Weil, was soll ich damit? So, ich behalte natürlich ein paar. Alle werde ich nicht verkaufen, aber brauche vielleicht auch ein bisschen was an, ja, keine Ahnung. Also eine Keule, ich glaube, das ist gegen den auch nicht so gut. Oder eine Axt oder so, passt, glaube ich, alles nicht so krass. Eher ein Speer, dann bin ich ein bisschen mehr auf Distanz. Jägerbogen, da brauche ich eigentlich auch nicht alle. Langbogen? Ja, die machen wir jetzt alle weg. Ich brauche halt auch nicht so viele. Obwohl die natürlich super gut sind, weil die noch so Spezialfähigkeiten, sage ich mal, haben. Ne? Hier Vergiftung bei Treffer und deswegen, dabei halte ich mal auch den einen oder anderen. Und die bringen natürlich auch gut Geld, deswegen macht das alles schon Sinn, auch da mal welche zu behalten. Ja, Schilde behalten wir auch, die guten. Den Rest, den würde ich jetzt einfach mal verkaufen, auch den hier. Ach guck mal, Ägäischer Prinz, das ist ein besserer, okay. Dann habe ich sogar ein paar Mal gehabt. Gut, und die Sachen behalte ich natürlich. Weil sonst macht keinen Sinn. So, jetzt habe ich ein bisschen Kohle. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich mal auf Kaufen gehen. 3000 kostet so ein Scheiß hier. Boah, ey. Und ich brauche richtig viel. Theoretisch, ich könnte mir ein paar kaufen sogar. 5 Stück könnte ich mir kaufen. Dann könnte ich eine Sache verbessern. Oder ich kaufe mir eine Truhe. Ich kaufe mir jetzt mal eine Truhe. Komm. Einfach gucken, was in dieser Truhe drin ist. Eine Schneideaxt. Die ist nicht schlecht, die ist stark, aber würde ich nie benutzen. Ich kaufe mir noch einen Truhe. Es ist besser, als ich habe. Ich kaufe mir noch eine Truhe und dann ist gut. Oh, Jebel Barkal, legendärer Raubtierbogen. Das ist nicht schlecht. Okay, ich gehe wieder. Ciao. Aber auf jeden Fall jetzt bessere Sachen. Ja, aber das kann ich nicht machen. Tut mir leid, mein Freund. Bin ich zu schlecht für. Der Raubtierbogen kann man auf jeden Fall mal einsetzen, dann und wann. Der ist nicht schlecht, der ist echt gut. Nehmen wir mal. Wie viele Punkte habe ich momentan? 2, ne? Ein? Achso, Ich möchte nämlich gerne das hier machen. Na gut. Wir gucken mal weiter. Wir haben hier eine schwere Waffe. Ich könnte auch mal die schwere Waffe probieren. Wir haben das Espasa. Das ist ein starkes Schwert. Holen wir uns.
Und ich würde sagen, wir werden diesen Speer jetzt einmal austauschen. Und zwar gegen diese doch vorzügliche Schneideraxt. Die mir wahrscheinlich nicht sehr viel bringt, aber falls da mal Gegner kommen, da... ja. Ich komme irgendwann wieder und dann unterhalten wir uns nochmal. Man kann sie nicht stoppen. So. Das war schon mal das. Sehr erfolgreich. Ich kann die Karte nicht direkt öffnen. Das nervt voll. Ich werde auf dem Weg wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, so oder so direkt an ihm vorbeireiten. Welcher Gott schützt uns vor Dämonen? Huch. Wir sind verloren. So. Es gibt kein Versteck. Sie sehen uns. Na, hat halt nicht viele Pfeile, ne? Dafür macht er halt ordentlichen Damage. Deswegen, am besten immer ein bisschen in Bewegung bleiben, immer versuchen, dass er dich nicht trifft und dann mit den Pfeilen einfach auf ihn drauf schießen. Ich glaube, das ist mit das Beste, was du machen kannst, da ist der Philakitai. Hey, aus dem Weg! Alter. Bleibt hinter mir, Kyrios! Ja. Wir sind im Vorteil! Ach, fuck. Mann, ich will ihn eigentlich töten, ey, ganz ehrlich. Oh. Oh, so ein bisschen aufpassen, dass er mir jetzt nicht zu nahe kommt. Das wäre halt echt doof. Lol, der ist aber schnell unterwegs, der Boy. Weg abschneiden. Alter, das Gift, ja, das macht gar nicht so viel Damage, wie ich gerne hätte. Das ist ja voll... Oh Gott. Ich würde gerne im Nahkampf eher was machen, weil das wäre irgendwie cooler. Okay, oh, ich werde getroffen, das ist doof. Kann ich ganz gut stehen bleiben und jetzt wechseln? Wahrscheinlich geht's jetzt genau nicht, ne? Doch, geht, außer läuft. Aua. Okay, das Pferd schläft. Lol, er schläft auch? Okay, nicht lange, aber immerhin ein bisschen. Das kann ich mir natürlich als Vorteil nutzen. Schießen dich auf, du Schwein! Na, ist natürlich blöd, wenn dann immer das Pferd anfängt zu schlafen. Okay, jetzt läuft er mir hinterher. Jetzt habe ich es verkackt, scheiße. Okay, er darf mich noch nicht treffen. So. Nee, warte mal, ich muss weiter mit dem hier machen. Versuche mich... Ach, nicht mit dem, mit dem. So, ich mach dich jetzt richtig nass, mein Freund. Bam, Junge. Jawoll. In die Fresse, so muss es laufen. Das war ja leicht. Puh. Nett, jetzt hätte ich mir gar keine Waffe kaufen müssen. Von ihm kriege ich ein Doppelschwerter. Nutze ich selten, sollte ich vielleicht mal öfters probieren. Wie es sich damit auch einfach kämpft, ne? Weiß ich nämlich überhaupt nicht. Werde ich mal austesten. Auf jeden Fall haben wir den Philakitai besiegt. Und sonst habe ich nichts bei ihm gefunden, schade. Oh, ich habe da... Oh, ich habe das... Ach du Scheiße. Okay. Das Pferd sieht schon halb verwest aus. Da kann ich nichts für. Ja, das war schon so, als ich herkam. Als er schon drauf geritten ist, war das auch schon so. Da kann ich absolut gar nichts für. Na gut. Den Philakitai. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. So kann man die Philakitai versuchen zu besiegen, glaube ich. Das ist gut. Dionysias. Das kenne ich. Also der Name ist bekannt, sage ich mal. Den kenne ich tatsächlich. Aber im Spiel habe ich den ja nicht auch schon mal gehört. Mir ist so, als ob... Keine Ahnung, ich bin mir nicht so sicher, aber ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum nächsten Schnellreisepunkt und dann... Wobei. Bewegung, los! Hm. Ich glaube, so lange bin ich noch gar nicht dabei. Da mache ich die Mission, die nämlich da in der Nähe ist. Warum nicht? Na, weg da. Oh, hier ist wieder so eine Pharaonen... Warte mal. Da 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 da. Boah, komm, schnell so ein Tututa. Gemeinsam. Ich war's nicht.
Alles gut. Läuft. So, ist das die Mission? Nee, das ist falsch. Doch. Eigentlich ist das sogar richtig. Warte mal, hier auf die Karte. Nee. Hä? Die Krankheit. Hier sind ein paar neue Quests, die vorher von... Ach, deswegen kenne ich es wahrscheinlich. Hier sind sogar mehr Sachen, guck mal. Sobeks Gold, gefälschtes Siva und die Krankheit. Drei Missionen, die wir machen können. Haben wir eine Menge Spaß, würde ich sagen. Guten Tag. Beschützt den Kyrios. Nein, nein, ihr seht, nein, ich bin versteckt. Was? Wie haben die das jetzt gesehen? Du kannst nicht fliehen. Hey, was? Alter, ich hab keinen Bock, gegen euch zu kämpfen, ihr Lutscher. Ich muss weiter. Lol, 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 lol. Ich möchte einfach nur weg von euch, damit ich doch in Ruhe, oder was ist denn los mit euch? Das ist voll aggressiv, oder? Aggressiven kleinen Mistpenner, ey. Bewegung, los! Warum ruckelt das Spiel jetzt? Hör auf damit. So, bring mich da nach oben. Pferd, bist du dumm? Was frage ich überhaupt? Also warum habe ich jetzt immer so kleine Standbilder? I don't like that. Okay, ich habe hier aber drei Quests. Das ist natürlich schon mal eine Sache, wo ich sagen kann, okay. Dann ist dem halt so. Und die würde ich jetzt auch erstmal dann machen, bevor ich die Hauptmission weitermache. Königliche Kornkammer. Ist sehr interessant. Ja. Da kann man sich auch drin verstecken. Was bestimmt ab und zu sehr günstig ist, jetzt aber irgendwie nicht. So, zack, zack, zack. Zack und zack. Los, hoch da. Ja. Perfekt. Alter, die, also ganz ehrlich, die Steuerung hier ist teilweise auch so bescheuert. Das sollten sie mal in den Griff kriegen, weißt du? Anstatt hier das komplette Spielprinzip umzuändern, dass die Steuerung mal funktioniert. Dass wenn ich leicht zur Seite drücke, er auch leicht zur Seite geht und nicht einfach runterspringt. Beziehungsweise zum nächsten logischen Ort vielleicht gehen. Das wär auch nicht schlecht. So. Jetzt gucken wir uns aber das erstmal an, wunderschön hier. Ist echt nicht schlecht. Hier könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen, ist schon hübsch. So. Auch diese Schnellreise wurde freigeschaltet und wir springen jetzt hier runter und ich bin, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich beende diese Folge an dieser Stelle. In der nächsten werden wir dann ein paar Missionen noch bestreiten. Drei Stück haben wir. Vielleicht schaffe ich sie alle in einer Folge. Ich denke es eher nicht. Bevor wir mit der Hauptmission weitermachen. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.